Wir starten die Fahrt. Wohin? Ich bin der König von der Schweiz. Wohin fahren wir? In die Schweiz. Korrekt. Der Christian hat auch ganz viel Zeug im Auto. Und wir gucken mal, wie viele Kilometer wir noch vor uns haben. 529. Wir waren gerade schön beim Burger King eine Runde essen. Wir sind eigentlich gerade erst losgefahren und jetzt fahren wir direkt zum Burger King essen und so. Boah, du bist so ein Der hat mir gerade voll in die Karre gefurzt. Aber richtig ekelhaft. Aber richtig ekelhaft. Boah, richtig fertiger Typ, ey. Ja, Freunde, soweit ist es. Da ist der Stau. Kein Bock. Kilometer Stau wegen Unfall. Wir fahren jetzt hier nach schön. 250 Metern rechts abbiegen. Nee, mach ich aber nicht. Wir fahren jetzt schön durch die Karpaten. Nächste Straße rechts. Ja, Christian und ich, wir haben noch 274 Kilometer vor uns. Aber jetzt geht's erstmal. Wir waren noch kein einziges Mal, sitzen jetzt doch schon eine Weile auf dem Bock, jetzt mit dem Stau ein bisschen durch die Karpaten gefahren. Jetzt fahren wir raus auf den Parkplatz, gucken, was die LKW-Fahrer so treiben. I don't know what it means, but there's a smile upon your face. And I see something shimmering in your eyes. So, jetzt geht's ab in die Schweiz. And you said you put down your morning guns. Would you follow me to wonders? Take my hand. Grüezi und Jürgen, das ist immer in der Schweiz. Christian, was sagst du zu deinem ersten Auftritt in der Schweiz? Ich begrüße Sie. In der Schweiz. Ich habe schon Schweizisch gelernt. Schweizerisch. Guck mal, da ist die Grenze. Grenze. Wir sind durchgekommen. Mein erstes Essen in der Schweiz habe ich hier sehr stark erobert. Komm, fahren wir. Guck mal. So the days became weeks. Felt just like the night before. You were slowly fading in my mind. When you left, I was so completely gone. But now I'm sure you were some of the best of things to find. Aber viel haben wir nicht mehr. Es sind nur noch 72 Kilometer. If you're everything that matters to me, makes me wonder why I can't get over.
Reisemobil hier. Hammer Auto. Macht richtig Spaß hier. Christian, spiel mit dem Gedanken, jetzt eine kleine Bombe ins Wasser zu setzen. Soll er oder soll er nicht? Das ist jetzt die Frage. Er zieht sich. Just got something's wrong. Nein, wir würden doch direkt, ich spring dann hinterher, was sollst du da verkrampfen? Ja, komm auf. Komm auf. Jetzt darfst du auch nicht lange überlegen. Aber ich würde nicht einen Körper, also entweder nur ganz flach oder, ja. Oder ein Päckchen machen. Ne? Ja. Nee. Ja, man darf nicht tief, sondern muss flach springen. Wieso? Ja, weil das einfach sicherer ist. Also ich sag mal so, das ist ja schon tief. Aber du freust dich. Freu dich, freu dich. Sonst kommt der Herr, der schifft, dann kann man nichts mehr machen. Ja, eben. Kann man nichts mehr machen. Ne? Oskar will ja auch schon, wollte auch schon. Komm doch. Ja, komm, du brauchst keinen Anlauf. Du kannst auch direkt von der Kante springen. Ja, bei mir ist zu kalt, aber die Schwimmbäder haben offen, hast du gerade gehört. Warte, ich komme schon. Ja, das Schwimmbad ist doch hier im See. Ja klar, das ist ein Seeschwimmbad. Komm, du brauchst keine Anlauf. Ich springe hinterher. Platz macht's. Siehst du, Oskar sagt, du sollst. Hi, hopp. Ist dir kalt? Du musst vorne raus, du kommst hier nicht raus. Das kannst du vergessen. Geh vorne manchmal raus. Du verletzt dich. Das ist wirklich gefährlich. Hier, da kannst du dich auch nicht dran festhalten. Christian. Das kann. Boah. Hey. Schön, ne? Hammer. Ich würde gerne hier vorne. Aber? Keine Kraft mehr, ne? Um da hochzukommen. Yes, it might be true. I'm a little bit out of my mind. Let it sweep us off our feet without a fight. You know the song can wait.